Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Südhammern LS15 mit Pixel und Dino. Guten Tag. Hi Leute. War sehr aufklärend für mich gestern. Ja. Was war das? Mit dem Amazon-Stick. Oder Netflix oder whatever. Ja, dann werde ich mir das holen, weil dann ärgere ich mich ja nicht mehr Sonntagabend über diese Kackspielfilme, die da kommen und die dann noch dazu mit Werbung zugebombt sind ohne Ende. Eben. Das ist ein Traum. Ist es auch. Ich einfach da in die Bibliothek rein und suche mir einen Film raus. Genau. Und gibt es aber trotzdem Filme, die noch kosten? Nein. Also bei Amazon ja, bei Netflix nicht. Also bei Amazon kann es sein, man muss trotzdem nochmal Geld für den Film bezahlen. Ja, das siehst du aber. Oder also, muss man generell immer dann für den Film? Nein, das siehst du. Da ist so ein. Wie soll ich sagen? Also bei Amazon ist dann so ein. Da ist so eine Banderole über das Thumbnail und da steht dann Prime inkludiert. Dann weißt du, es kostet nichts. Und wenn der nicht da ist, musst du bezahlen. Und was kostet das so? Ja, das kommt drauf an. Zwischen 4 Euro und 16, glaube ich. 17 ist das teuerste. Es ist immer noch günstiger, als ins Kino zu gehen. Also, ne? Ja, mit diesem Dokumentationsfilm hier, 10.000 Menschen, wie werden wir satt, hab ich mir bei Amazon ausgeliehen. 48 Stunden, 5 Euro. Immer noch bei der Shopping-Kino. Das auf jeden Fall. Ja. Als Prime hätte ich es, also als dieses Instant-Abo. Doch, ich habe eine WhatsApp gelesen. Was hast du jetzt gesagt, wie viel es dann kostet? Zwischen 5 und 16 Euro. Was? Der Film dann mir? Kriegst du ja die DVD noch zugesendet? Nein. Nee, oder? Da gehe ich ins Kino. Was? Du hast doch einen Schatten, dann lässt du noch viel mehr Geld da. Never. Oh doch. Nein. Wenn ich mit meiner Freundin Popcorn, ins Getränke. Wollte ich gerade sagen, wenn ich mit meiner Freundin ins Kino gehe, 2 Personen 30 Euro. Ja, und du zahlst ja nur 16 Euro für den Film. Naja. Maximal. Aber es sind ja auch 15 pro Person. Du zahlst doch nicht pro Person. Du kannst ja, doch deine nein, ganzen. Aber im Kino. Ja, aber du kannst doch deinen ganzen, also ich meine, du hast nicht so viele Freunde, aber wenn du jetzt mal alle zusammen haben würdest, weißt du, die kannst du alle vor deinem Fernseher versammeln. Das sind 2. Ja. Und ihr seid nicht dabei, ihr Penner. Kann ich damit lernen. Einmal abtanken, please, auf L26. Ich komme. Ja. Warte mal, da war gerade der Trigger. Warum ist er jetzt wieder weg? War er doch gerade. Mensch! Ne, Amazon hat er wirklich in den letzten. Das haben die jetzt alles seit ihren Jahren, ne, wo die das so extrem dann aufgerollt haben. Ja, weil Prime Video, Prime Music. Naja, das haben die ja alles innerhalb von den Jahren, also letztes Jahr ja durchgeknallt. Ja. Wahnsinn, wie die sich ausbreiten. Ey, gut, wenn du jetzt ein Prime-Kunde bist, kannst du ja auf das neue Amazon Fresh zugreifen, aber. Mal wieder. Was ist denn da Fresh? Ist Fresh, das haben sie jetzt in Deutschland, glaube ich, vor einem Monat gestartet. Da kannst du jetzt auch, ich glaube, die haben da eine Palette von 100.000 Lebensmitteln zusenden lassen. Ach ja. Naja, frische Ware und alles. Bestellst du halt, das ist ein Einkaufskörper, wo halt maximal sind so viele Liter, ich glaube 110 Liter pro Paket, kostet halt 5 Euro. So auf Deutsch übersetzt und dann liefern die dir das innerhalb von 3 bis 5 Werktagen maximal. 100.000 Dinger im Angebot, von Drogerieartikel über Fertigprodukte, über Gemüse etc. pp. Haben die alles. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht was für dich? Nee, weil die sind viel zu teuer. Also im Vergleich zum Supermarkt sind die halt echt teurer. Das ist ja logisch. Noch teurer. Ja, ja, logisch. Nee, also noch sind sie teurer. Das werden die in den nächsten Jahren nur irgendwann runtergedrückt kriegen. Ja. Wäre nicht Amazon. In den Staaten gibt es das ja schon seit Ewigkeiten. Das ist populär da drüben ja auch, wie so. Gibt sogar Kühlschränke. Kühlschränke, die glaube ich, da ist wie ein kleiner Computer vorne drin und da kannst du. Gibt's bei den Chinesen auch. Da kannst du direkt so deine Nahrungsbestellung sozusagen machen und dann wird dir das geliefert. Das ist schon Wahnsinn. Wo soll es noch hingehen, frage ich mich da immer. Und wo ist mal Schluss?
Wenn es nach den Unternehmen geht, nirgends. Die Frage ist, ob wir die Welt. Davor habe ich Angst, muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist, ob man die Welt in 20, 30 Jahren, wenn ich dann 60 bin. Also, das klingt schon, sagen wir mal eher in 40 Jahren bin ich 60. In 10. In 40 Jahren bin ich ja 60. 51 haben wir doch festgestellt, bist du. Ja? Ja? Schnauze. Also in 30 Jahren bist du 60 oder 61, ja. Ich bin ja in 40, gut, ich bin ehrlich, in 35 Jahren bin ich ja 60. So. Und, 35, ja. Und weiter. Wir hoffen jetzt noch. Jeder kennt dein Alter. Komm, mach weiter am Text. So. Auf jeden Fall in 35 Jahren, wenn ich 60 bin, dann ist es ja so, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich habe wirklich Angst, also das beunruhigt mich, ob ich die Welt dann noch verstehe. Also ob man überhaupt, ob ich da überhaupt noch mitkomme. Weil wenn ich sehe vor, meine Uroma, ne, die ist ja nun leider schon tot, aber die hat ja bis vor 1,5, 2 Jahren noch gelebt. So, die war ja auch über 90 gewesen und alles. Wenn ich überlege, zu der Zeit, wo die gelebt hat, was es da gab, ne? Wo die jetzt Jugendliche war. Und was es jetzt auf einmal gibt, das ist ja. Weißt du? Das ist. Da kommt man ja gar nicht mehr mit. Und da habe ich Angst vor, was gibt's in 30 Jahren? Womit werden sich meine Kinder dann und deren Kinder dann oder meine Enkelkinder, womit werden die sich dann beschäftigen? Was werden die machen, wovon ich wahrscheinlich nicht mal ansatzweise irgendwas verstehen werde? Das kommt immer drauf an. Das beunruhigt mich etwas. Das kommt immer drauf an, wie man auch gibt, mitgeht, ne? Also ja. Wie man selbst mit der Zeit auch mitgeht, ne? Ich kenne 60-Jährige, die sind da fitter als manche Computer, 20er, ne? Ja. Also ja. Na klar. Und ich kenne 40-Jährige, die haben von Rechnern überhaupt keine Ahnung und also ich sag dazu nichts. Das sind ja. Ja. Naja, es ist. Aber das ist wirklich schwierig. Man sieht es ja jetzt zum Beispiel bei Randy. Randy ist ja jetzt nur Anfang 20, wenn. Was glaubst du, wie das bei dir mal sein wird, wenn du mal so 50 bist oder 60 bist, Alter? Da wirst du ausgelacht, wenn du denen erzählst, was du mit 20 hier gemacht hast. Hm. Und mit was vom Equipment. Hm. Was hast du für eine Grafikkarte? 2 GB? Alter, da lachen die nicht aus, da sagen die, krass, und da sind Spiele mitgelaufen? Hm. Ach so, das war jetzt gar nicht über Projektor in den Raum rein. Okay, alles klar, ihr habt noch einen Monitor benutzt. Weißt du, so eine Sache. Ja, das ist, wenn du überlegst, was in den nächsten 50 Jahren das Game wird, ja, das ist... Allein wie die Autoindustrie sich innerhalb von 50 Jahren entwickelt hat. Guck dir die Autos in den 50ern an, guckst du dir heute an. Gut, das sind 60 Jahre. Aber das ist Wahnsinn. Die Technik, die in diese Autos reingestopft wurde, krank. Yep. Aber ich fand die Autos früher einfach schöner und einfach besser. Weil jeder, wenn man sagt, Autos aus den 50er, 60ern, denkt ja jeder an die amerikanischen Fahrzeuge. Und da hieß es halt einfach Hubraum statt Wohnraum, 8-Zylinder und groß, einfach nur groß, riesig. Finde ich mega. Stehe voll auf so eine Amikam. Naja gut, das Problem ist, jetzt heute da sind die Autos mit so viel Technik vollgestoppt, geht ja immer was kaputt, hast du einen Schaden von sonst was. Ja, es kostet alles mega viel Geld. Das ist das. Das ist das, ja. Auf jetzt habe ich Kacke drin, weil ich hier unter dem Dings durchgefahren bin. Mann. Jupp. Fährst du rückwärts rein und schützt wieder, lädst wieder ab. Alter, jetzt haben die Bremsscheiben aber geglüht, ey. Ja, chill halt mal eine Runde. Ja, ich chill gleich mal eine Runde hier, wenn ich meine glühende Bremsscheibe in die Fresse drück. Nee, deine Fresse an die blühen, grüne, blühen. Ach, leck. Naja. Blühen, blühen, schön. Ja. Na, ja, es ist schon keine Ahnung dann, wie das wird. Ramsch, ob es wirklich irgendwann mal wie, wie hieß dieser Film mit Bruce Willis, Mann? I, Robot? Es war mit Will Smith. Ach ja, stimmt. Naja, es sind Beta. Es sind Beta fast gleich. Bruce Willis, wie hieß der? Das fünfte Element. Nein, wo die nicht mehr aus dem Haus gehen mussten, wo jeder so seinen Roboter gesteuert hat. The Game? Ach Gott, der war so schlecht. Hier,
Game, ja so Videogame konnte. Hieß das, glaube ich. Nein, der hieß, ach, der hieß, wie die Roboter hießen. Ja, wie hießen die? Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich komme nicht drauf. Wie hieß denn der Film? Merkst gerade, wie die Gehirne tuckern. Warte einfach mal, Jana, einfach mal eingeben, Bruce Willis, Film, wo man nicht aus dem Haus geht. Was glaubst du, was sie gerade macht? Alles klar, hat Google eine Antwort. Deswegen weiß ich, Jana ist noch am Googlen. Jana die ganze Zeit da und googelt. Nee, leider jetzt nicht. Jetzt so langsam kommt dunkles, Surrogates. Surrogates hieß der Film. Wie? The Surrogates. Die The Surrogates, ja. Surrogates, genau. Mein zweites Ich. Ja, genau. Da war es ja tatsächlich so in dem Film, da konnte man sich quasi einen Charakter oder einen Roboter erschaffen und eine Person, die man sein wollte. Man könnte auch weiblich sein in dem Sinne. Also nur mal so, als da saß halt so ein Typ, so total fett und hässlich und sah halt in seiner, ja, in der echten Welt quasi draußen rumgelaufen, so mit so einem übelst heißen Braut, ne, sah der halt aus. Hat er da irgendwelche Männer startklar gemacht und war eigentlich so ein übelster Bäh. Das bringt ihm aber gar nichts, wenn sein Roboter die Action hat und er davon nichts mitkriegt, oder? Ja, nee, das ist ja richtig, das ist ja das Problem. Aber trotzdem hart, ey. Surrogates war das, genau. Naja, man weiß es nicht. Es gab schon mal irgendwelche Artworks oder so, das für ihn so bekannt ist, wo einfach so ein Typ mit so einer VR-Brille einfach irgendwo in einer dunklen Ecke sitzt. Und der sitzt da. So, das sollte irgendwie das Gaming in den nächsten 30, 40 Jahren irgendwie mal widerspiegeln. Dass der einfach nur noch so ein Ding aufsetzt, bist du halt in einer anderen Welt. Ob das realistisch ist, mag ich jetzt momentan noch zu bezweifeln, jedenfalls zwischen 50 Jahren. Aber ja, so realistisch wie sie es gerne hätten, kriegen sie es jetzt aktuell noch nicht hin. Ne? Wieso das sagst halt du nicht das. In 50 Jahren? Guck dir mal bitte die technische Entwicklung der letzten Jahre, 50 Jahre Alter. An. Ja. Tino hat es gerade gesagt, 50 Jahre. Das ist zu der Zeit, sind wir auf den Mond geflogen mit einem Rechner, der nicht mal so stark war wie ein Commodore 64. Hm. Das und dann sagst du nochmal, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ja, sag mal so, das, was sie jetzt in diesen VR-Dinger so simulieren, ist ja alles schön gut, aber da bewegst du dich ja auch noch selber. Ja, aber das wird sich ändern, Randy. Richtig, und in wir 50 Jahren wird der Rechner, den wir jetzt hier auf dem Schreibtisch stehen haben, wahrscheinlich in eine Micro-SD-Karte passen. Ja, ich dachte, von der Leistung her. Ja. Wir reden jetzt hier von so Sachen wie. Wir reden jetzt hier von so Sachen wie direkte Gehirninterfaces und sowas. Also das ist alles drin. Wir reden, das ist ja nicht so wie eben 1950, wo die Kinder gebeten wurden, malt mal das Jahr 2000 und sie haben fliegende Autos gemalt. Sondern die technische Entwicklung, die schreitet ja, wie soll ich sagen, nicht gleichmäßig fort, sondern die macht ja riesige Sprünge, wenn du dir das mal anguckst. Wenn du ein Tablet, ein iPad von heute nehmen würdest und würdest ins Jahr 1997 zurückgehen damit, dann hättest du den stärksten Supercomputer, den es auf dem Planeten gab, in diesem Tablet. Nur mal, um es ins Verhältnis zu setzen. Und das sind 20 Jahre. Mhm. Ja? Also, ja, das ist schon hart. Das ist schon hart. Oh. Also wo ich meinen ersten Computer hatte, das war, sag ich mal, so mit 15. Das heißt, das ist 15 Jahre her. Da hatten wir eine 1 MB Grafikkarte. Und das war das Neueste. 1 MB. Und jetzt haben wir 4 GB habe ich im Rechner. Ja. Also es ist 4000-fache. Ja, nochmal so. 1 MB. 1 MB war meine Grafikkarte damals, ja. In meinem ersten Rechner. Und das war ein neuer Rechner. Ich weiß gar nicht, was das für eine Krumme war. Der erste Anu lief da drauf. Okay. Ich weiß nur, ich hab noch irgendwas mit. Gab's nicht mal einen Prozessor mit 66 MHz oder so? Ja. Ne, so ein Roder, das hatte meiner Gruppe auch drin gehabt. Ja, das waren Zahlen. Mein allererster Rechner war ein 486 SX25. Mhm. Also PC. Warte mal. Ja? Die Änderung sollst du unterschreiben, ja. Ja, 25 MHz ohne mathematischen Coprozessor.
Der war auch nicht wirklich nötig, der mathematische Koprozessor. Der war halt nur für bestimmte Sachen schneller. Ja, aber das waren Werte. Und dann der nächste stärkere, den ich hatte, das war, glaube ich, ein DX4100. Genau. Ja. Das waren 100 Megahertz. Ich überleg gerade, wo haben wir noch Anhänger stehen aktuell? Beim Schweine, also bei den Erdäppeln unten. Da war Schweinefutter drin, den habe ich schon entleert. Und ansonsten keine Ahnung. Ja, und der erste hatte 4 MB RAM und der nächste hatte dann schon 8 MB RAM. Ne? Ja, ich weiß halt nur noch, ach, keine Ahnung, wo ist damals noch die Computerbildspiele? Das weiß ich noch oder so, wie ist denn das hier? Hat auch jeder gespielt, Autobahnraser? Ja, stimmt, Autobahnraser. Ja. Da gab es doch mehrere. Autobahnraser 4 war das, glaube ich, oder so, keine Ahnung, oder auch der erste. Ach, das hat, glaube ich, damals 128 MB Arbeitsspeicher gebraucht. Ich hatte leider nur 60. Ja. Ja. Fertig, sagt der Meister. In dem Sinne, meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Ja, schreibt mal eure Erinnerung oder eure momentane Technologie in die Kommentare. Vielleicht sind wir auch schon oldschool. Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Ja, und bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, Leute.